Hustle Duel Grind, let's go. Der Battle Pass ist noch zu machen. Das ist wichtig und richtig, dass wir den jetzt heute noch machen. Beziehungsweise. Ja. Nicht heute unbedingt, aber halt die nächsten Tage. So. Noch 4 Tage, Jesus Christ, okay. Dann. Fackeln wir nicht lange und gehen rein in die. Rein in die Bücher. Let's fucking go. Beim Sieg wirst du den Rang aufsteigen. Also ich hoffe, dass ich jetzt bald einmal meine Albas Strategy zusammen habe. Ich werde auf jeden Fall noch das ganze Playset von Ash Blossom, das brauche ich auf jeden Fall. Oh mein Gott. Wolf auf der Starthand nicht optimal, aber vielleicht milden wir ja einen Wolf. Das wäre ganz angenehm. Nein, tun wir nicht. Ash das, okay, kann er gerne machen. In dem Fall sind die Kosten ja sogar positiv. Beziehungsweise die Kosten wären positiv, wenn ich nicht an Udes Drachen gemildet hätte. It do be like that. Er macht Maxi, das ist mir aber wurscht, weil ich maximal 2 Samen habe. Let's go. Und die Minerva muss ich machen, weil sonst bin ich im Nachsehen, weil sonst habe ich überhaupt keine Protection auf dem Feld. Also das muss gemacht werden, da muss ich die Maxi Challenge nehmen. Das ist dann halt so. Was soll man machen? Gut. Endphase. Die Flordelis muss man ja nicht unbedingt sofort zünden, das reicht auch, wenn man das im nächsten Zug zündet. Aber dass man wenigstens mal irgendwas am Feld hat, das ist schon richtig und wichtig. So, ja, schauen wir mal, was er macht. Ich lasse es einmal durch. Schauen wir mal, was er macht. Wie gesagt, mit den ganzen Hero-Decks bin ich ja überhaupt nicht so vertraut. Da weiß ich ja gar nicht genau, was das. Da weiß ich ja gar nicht genau, was das alles entailt. Faris, was macht der genau? Ich lasse es einmal durch, wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, was er da jetzt machen will. Wo er da jetzt überhaupt hin will. Das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Du kannst ein Visionswasser. Also er macht auf jeden Fall irgendwelche Kombos. Ich weiß nicht genau, was er für Kombos macht. Das ist mir jetzt nicht hundertprozentig klar. Kannst ein Visionsheldmonster specialen, okay. Interessant. Was aktiviert er da jetzt? Ein Deck auf dem Friedhof. Ich behalte mir die Fleur Delis, glaube ich, auf für den Clapback. Ich glaube, das ist gescheit. Weil wenn ich jetzt die Fleur Delis defensiv einsetze, dann habe ich wieder im nächsten Zug nichts. Genau.
Hä? Ach so, das ist ja mein Friedhof, genau, das kann ich aus meinem Friedhof setzen. Das ist eine richtig interessante Falle. Die ist sehr, sehr gut im Lightspawn-Deck tatsächlich. So, und jetzt würde es mich interessieren, was er da jetzt genau beschwört. Ich muss mich hier mal ein bisschen mehr vertraut machen mit den ganzen Dingsdecks. Ah. Warner Driver, was macht der für da? Kannst, er kann was setzen, okay. Eine Fusionskarte setzen, okay. Interessant. Jetzt Fusion sammelt er noch etwas. Spannend. 2,5. 2,9. Interesting. Legacy of. Okay, kann er gerne machen. Dunkles Gesetz. 2,8 hat er. Okay. Interessant. Also ich glaube, ich bin basically tot, auch weil die werden jetzt gebanished aufgrund von Dark Lore. Das wäre, glaube ich, wurscht gewesen, selbst wenn ich die Dogmatiker beschworen hätte. Hätte ich das nicht durchgehalten. Weil ja spätestens dann im Clapback quasi hätte ich ja dann nichts mehr im Feld gehabt. Ja. War aber auch schon mal interessant, die ganzen Kombos sich anzuschauen von den Heroes, weil ich weiß die gar nicht so genau. Ich kenne mich da gar nicht so genau aus bei den ganzen Hero-Kombos. Weil ich sonst niemanden wirklich kenne, der das spielt. Deswegen muss man da schauen, was man da macht. Ganz wichtig und richtig. So, jetzt ist schon wieder Wolf auf der Starthand. Das gefällt mir natürlich nicht so gut. Aber was soll man machen? Das ist halt der Curse of Wolf. Manchmal zieht man ihn, manchmal nicht. Es ist halt so. Aber ja, das kann auch immer sein, dass der Gegner brickt. Das ist natürlich auch immer möglich. Maxi würde ich einmal feuern auf jeden Fall. Schauen wir mal, was der spielt. Wie gesagt, die Decks können teilweise extrem schlecht sein, weil die Leute schlechte Karten haben. Und es kann aber auch sein, dass das Leute sind, die halt sich in der neuen Season wieder hochspielen wollen. Also dieses Deck kommt mir jetzt eher wie ein Gimmick-Deck vor, zum Beispiel. Das kommt mir jetzt eher ziemlich gimmicky vor. Oder ist es Eldritch? Ah, kann das Eldritch sein? Ich weiß es gar nicht. Kann man das den Dude in Eldritch spielen? What the fuck? Also ich habe keine Ahnung, was der genau macht, beziehungsweise was der genau spielt. Kann sein, dass das irgendein komisches Gimmick-Deck ist. Irgendein Meme-Deck muss es sein, weil. Falls du das ausgerüstete Monster und diese Karte kontrollierst, kannst beide auf den Friedhof legen, ziehe zwei Karten.
Kann ich denn jetzt crawlen? Funktioniert das? Ich weiß es gar nicht. Aber normalerweise schon, oder? Normalerweise müsste es funktionieren. Jetzt kann das nicht mehr res. Was? Hä? Okay, ich verstehe Rulings nicht. Ich habe gedacht, wenn ich den jetzt wegcrawl. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Was macht der? Ein Exodia-Deck oder was? Ich weiß nicht, was das für ein Scheiß ist. Das ist irgendein komisches OTK-Deck wahrscheinlich wieder. Irgendein komischer Scheiß. Aber ich bin mir nicht sicher, mit Konform nach den alten Regeln hätte das, wenn ich das Crow diese Karte nicht triggern soll, der Zauberstoff, weil sie ist ja nicht mehr am Friedhof. Sie ist ja jetzt banished. Das macht ja gar keinen Sinn. Ach, ich habe keine Ahnung, was der Scheiß soll, ehrlich gesagt. Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. Kingnut. Na. Vor allem verstehe ich nicht, warum er die Exodia Pieces auf sein Feld beschwört. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Check ihn nicht. Ausgerüstet muss halt nur ADK. Ich weiß nicht, was das genau soll, ehrlich gesagt. Das sagt mir jetzt irgendwie nichts, ehrlich gesagt. Es ist zumindest fucking weird. Aber ich muss mal irgendwas machen. Kann ich in den Link-Monster zwei Monster mit derselben Stufe? Zwei Monster mit derselben Stufe. Das ist Stufe 2. Hat der was mit. LOL, das ist Stufe 1. Und das ist Stufe 1. Was, der braucht nur zwei Monster mit derselben Stufe, okay. Und dann kann ich einen von der Hand und einen von dem Friedhof. Hand von einem Friedhof, das funktioniert ja auch nicht. Ja. Ein Monster und ein Lichtmonster, dann werde ich das nehmen, glaube ich. Das ist, glaube ich, gescheiter, ja. Das ist, glaube ich, intelligenter. Der ist nämlich nicht Licht. Und dann, wenn ich mir den Maxi hole und. Ah, okay. Ja. Ich würde das so machen. Und dann werde ich mir den Ruf der Gejagten, weil dann kann ich mir die Wiedergeburt aufheben, wenn ich sie wirklich brauche. Das ist dann relativ sinnvoll tatsächlich. So, jetzt schauen wir mal Battle Phase. Ich greife mit dem 500er. Ich mache das in der Main Phase 2, das macht sogar mehr Sinn. So, jetzt greife ich mit dem den Dude an. Und dann. So, ich nehme das Bambusschwert, so. Dann in der Main Phase 2 mache ich den Bratan. Oder den. Ja, mache ich lieber den. So.
Habe ich wenigstens ein 1,15 auf dem Feld. Und dann sage ich einfach mal, kann ich den beschwören auf eine Angriffsposition, genau. Und dann kann ich einfach sagen, Endphase. Weil so kriege ich den raus, weil ich muss den ja irgendwie rauskriegen, den Kaku. Weil sonst ist der ja nur dead auf meiner Hand, das bringt ja auch nichts. Wenn er nur der Hand chewt. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Das ist auch nicht Sinn der Sache erst. Das bringt es auch nicht wirklich. Ja, mach halt. Bis auf die Hand zurück. Das ja, kann man auch machen. So, wurscht. Kann man alles machen. Ist alles nicht so relevant. Hauptsache, lasst meine Viecher in Ruhe. Das ist das Wichtigste. Dass er meine Dude Bros in Ruhe lasst. That's what it's all about. Darum geht's. Meine Bratans. So, und dann können wir den Ehren wieder zurückholen, das ist auch sinnvoll. Und den Ehren wieder zurück. So. Der Wolf stört mich noch ein bisschen auf der Hand, aber. Dann gehen wir die Lüla nochmal sammeln, machen die Lüla. Triggern die Lüla, hauen den weg. Kann eine Karte ziehen oder kann irgendwas machen? Oh. Kann eine Karte ziehen. Das ist alles richtig. Und dann sagen wir einfach mal, was hat denn er im Friedhof? Ja, den Panda-Dude. Können wir den Panda-Dude wieder beleben? Panda, let's go. Zack, auf eine Angriffsposition. Battleface. Mit 1,6 auf den. 1,850 direkt. 2,57 direkt. 1-1 direkt. Manifest 2. Special Samen. Die Lumina. Ah, nicht die Lumina, die Minerva. Zack. 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 Bam. Zack. Den gehen wir abhängen. Dann kriege ich gleich ein weiteres Light Sworn. Das ist gut, dann kann ich gleich weitersuchen, kann ich mir gleich einen Raiden holen, auf die Hand nehmen. Und dann sage ich einfach mal Endphase. Wieder drei Karten milden, die kommt special. Let's go. Turn change. Vic Walk. Turn change, wake walk. Also der versucht irgendwie auf Exodia zu gehen, was auch immer das bringen soll. Weil Exodia, die Exodia-Teile sind ja schon im Friedhof. Das ist auch nicht wirklich Sinn der Sache. Das kann auch nicht der Sinn sein.
Animal Summon ein Viech mit 0 Attack. Er zieht zwei Mo. Ja, er versucht noch irgendwie auf Exodia zu gehen, aber. That ain't it. That ain't it. Ja, ich verstehe, was er machen will. Er versucht Exodia zu spielen, aber that ain't it, Chief. So nicht. So nicht. So nicht, my man. That ain't it. Ich verstehe jetzt sowieso nicht. Entweder er hat die Exodia oder er muss weitergeben. Also was anderes kann er nicht machen. Auf was anderes ist er nicht wirklich. Kann er nicht wirklich reagieren. Also das unnötige in die Länge ziehen ist auch nicht der Sinn der Sache. Also. Jesus! Wo siehst du los? Du weiter! Du weiter! Oder seriously? What the fuck is going on? What the fuck is going on? Rearranging the planets heating up. What the fuck is going on? Hä, wieso bin ich jetzt auf 9 Views? Ich schau grad, wie viel die Folge 24 hat. Ich war gerade auf 3 Views, jetzt ist sie auf 9 Views. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. Von 3 auf 9 gejumpt. Lol. Lol. Lil. Achso. Kriegt er jetzt die Exodia Pieces doch noch zu? Na, Alter, das wäre. Okay. Also was lernen wir daraus? Immer die Exodia Pieces crowen, ganz ganz wichtig. Immer crow, crow them Exodias, nigga. Er setzt gefühlt 8000 Karten. Interessant. Interessante Strategy. Ich glaube nicht, dass ihm das irgendwas bringen wird, aber bitte. Endphase. Endphase. Also. Gut. Hat er eigentlich Lichtmonster im Friedhof? Er hat ein Darkmonster und sonst nichts. Okay. Ich werde auf jeden Fall einmal die Minerva triggern. Kann ich mal eine Karte ziehen? Dann kann ich mal eine Karte setzen. Die Frage ist, was mache ich jetzt, um ihm die Karten zu zerstören? Das ist die Frage. Ja, das kann ich machen. Das kann ich machen. Albtraum mit der Phönix. Den kann ich sogar beschwören. Das mache ich auch einmal. Und zwar nehme ich den Ehren dafür und die. Und dann muss ich die da hinlegen, weil ich will sie ja crosslinken. Ganz wichtig. Dann werfe ich den Wolf ab. Zerstöre, sagen wir mal, die da. Warum kann ich jetzt keine Karte ziehen? Sie ist ja ich bin ein Trottel. Ich hätte die da unten hinlegen müssen, gell? Was? Ja, das ist. Es gibt ja seitliche Link Arrows auch, Blödsinn. Es gibt ja seitliche Link Arrows, das ist ja auch möglich. So, Attack. Exodia Deck, interessante These, beziehungsweise interessante Strategie.
mit der aktuellen Banlist halt nicht wirklich zu bewerkstelligen. That ain't it, Chief. Und diese Kisten, ich meine, was soll das? Was ist das für ein Loot? Was bringt das? Ganz ehrlich. Das können sie sich eigentlich wirklich sparen. Das können sie sich wirklich sparen. Das bringt nämlich absolut Nüsse. Da können sie gleich überhaupt kein Loot rausgeben. Oder zwei Gems oder irgend so ein Scheiß halt. Alles andere ist eine Farce irgendwo, nicht? Alles andere ist eine Farce. Schon wieder ein Wolf auf der Statue und das gefällt mir natürlich nicht, aber immerhin habe ich einen Raiden. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Und dann sage ich einfach mal Endphase. Schauen wir mal, was er hat. Braucht 4. Ich habe schon mal 2 im Friedhof, das ist schon mal gut. Das ist ja schon mal was. Zeus. Den Zeus wollte ich mir auch einmal im Real Life bestellen, weil der wirklich ziemlich praktisch ist. Ich verstehe sowieso nicht, warum ich den nicht zogen habe, weil ich habe so viele von diesen fucking Megatins gekauft. Also jetzt nicht extrem viele, aber so 5, 6 habe ich gekauft. Oh mein Gott, Pendulum. Gott, er spielt Pendulum, Jesus. War das wirklich nötig? Ist das wirklich nötig, Pendulum zu spielen? Seriously. Seriously, Dog. Ist das wirklich nötig? Muss das wirklich sein? Damn. Ja, gegen Pendulum. Was kann man gegen Pendulum siden? Hab ihn Flederwisch. Aber man kann ja nicht siden in dem Spiel. Das ist ja das Problem. Bunteuiger Pendeldrache. Yay. Ganz kein Monster. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? Also, er kann entweder zerstören oder searchen. Tja. Wie gesagt, gegen Pendulum spiele ich nicht oft, also da kann ich überhaupt nichts dazu sagen, wie man da den Pendulum her wird am besten. Keinen Plan. Keinen Plan. Aber es ist halt, wie es ist. Es ist, wie es ist. Was soll man dazu sagen? Kannst keine Pendelmonster beschwören, also Künstler kommen, Magier und bla bla bla. Also die Künstler durchschlagend und Kampfschaden verdoppelt. Okay. I get it, I get it. I get it, man. Die Frage ist, was machen wir jetzt am gescheitesten? Und wie komme ich denn da drüber am besten? Das ist die Frage. Wie komme ich da am besten drüber? Das ist halt wirklich die Frage. 2,5, wie komme ich über 2,5 drüber? Habe ich da irgendein. Ich muss das Viech halt irgendwie wegbekommen, das ist halt so. Es ist halt wirklich so, gell? Ich muss es wegbekommen.
muss es wegbekommen. Ich meine, wenn ich mir Raiden zurückhole, dann kann ich wenigstens noch, dann kann ich wenigstens den Raiden noch nutzen und meine Plays voranbringen. Glaube ich zumindest, oder? Ja, kann ich machen, okay. Das ist möglich, das ist gut. So, jetzt habe ich 1, 2. Ah, ich habe eh Urtestrache, cool. Ich habe Urtestrache. Gut. Dann ist es eh schon wurscht. Dann kann ich einfach den Urtestrachen beschwören und ihn mir feuern, basically. Ja, ich feuer ihn. Alles andere weg. Und dann sage ich einfach mal 3K direkt. Du bist dran! Weil sonst kann ich nicht mehr wirklich viel machen. Nope. Wie gesagt, ich wollte das Risiko nicht eingehen. Ich hätte ihm theoretisch mehr Schaden machen können, wenn ich meine Viecher behalten hätte. Aber das wollte ich nicht unbedingt eingehen, das Risiko. War es nicht unbedingt wert, sagen wir so. So, jetzt hoffe ich, dass ich ein Monster ziehe. Das wäre nämlich geil. Jetzt ein Monster ziehen wird. Das wäre fucking nice. Nicer Scheißer. Okay, er kann wieder zwei Pendulum Dings machen. Das heißt, er kann sich jetzt wieder dieses scheiß Viech rausbeschwören, das 2-5er. Ach, Pendulum ist eigentlich so broken. Pendulum ist eigentlich wirklich viel zu broken, wenn man mal drüber nachdenkt. Also das Design vom Pendulum war wirklich ein Fehler. Warum beschwört er sich seinen Drachen nicht raus? Ich verstehe es nicht. Der checkt es schon, dass ich das immer feuern kann, oder? Ich glaube, er checkt's. Ich hoffe es zumindest. So. Gut. Dann sage ich Angriff der Lichtbrigade. Und hol meine Raiden. Let's go. Dann beschwöre ich den Raiden, feuer ihn. Raiden feuern. Er kommt Special, das ist gut. Lol, ich hätte sogar Game gehabt. Naja, egal. Ich lasse ihn mit 100 LP. Mit 100 lasse ich ihn noch leben, just for fun. Main Phase 2 mache ich eine Minerva. Let's go. Let's fucking go, mate. Achso, hab vergessen, die Minerva zu feuern. Ich muss sie noch feuern. Das ist natürlich richtig und wichtig, die Minerva zu feuern. So, Endphase. Und wenn er sich jetzt irgendwas searchen will. Ah, der Wolf kommt special, nice. Wenn er sich jetzt irgendwas searchen will, ist er auch am Arsch, weil ich habe eine Ash Blossom. Bitch. I got an Ash Blossom, bitch. Beach Komate. You know what it is, man. You know what it is, dog. So ist es. So ist es. New Phase. Turn change, okay. Draw Phase. Ich kann eine Floridis mir. Ich kann so overcommitten, theoretisch. Let's go. Overcommitment. Go. Floridis kommt normal. Zack. Bitch.
So. Dann sagen wir einfach mal mit 3000 Attack auf dein Viech. Und mit 2,5 direkt. GG. Ich sage ja, underestimate die Light Sworn. Don't fuck with those Light Sworns, bitch. Level 32. Rank up. Don't fuck those. Alle erhalten. 40 Edelsteine, ain't shit. Ain't shit, bruh. Aber immerhin wieder im Silbertier, das ist ja schon mal was. Sehr gut, 499 Steine, Stinen. Jo, dann würde ich sagen, machen wir noch ein letztes. Eins geht noch, eins im Silbertier. Das ist möglich. Sind zwar schon bei 36 Minutes, aber das ist noch drin, würde ich sagen. Sieht man aber mal wieder, wie gut Dogmatiker mit verschiedensten Engines harmoniert. Das ist ja wiederum eigentlich überraschend, dass man Dogmatiker gefühlt überall reinfeuern kann und es trotzdem funktioniert. Das muss man ja schon mal sagen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, bruh. So, dann machen wir Angriff der Lichtbrigade. Zack, 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 zack. Was will ich? Natürlich den Raiden, ganz klar. So ist es. Dann mache ich eine Minerva und gehe weiter. Standard Plays haben wir schon 10.000 Mal gesehen, aber funktioniert erstaunlich oft. Minerva, Feuer sie. Am besten noch einen Wolf millen. Zack, 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 zack. Angriff der Lichtbrigade, go. Wollen wir den dritten raiden? Wenn es noch einen gibt, es gibt gar keinen mehr, lul. Dann hole ich mir die Lüla. Lüla kann man auch immer brauchen. Kann eigentlich keiner was dagegen sagen. Zack. Attack Position. Ja, dann sind wir eigentlich schon mal ganz gut aufgestellt. Endphase. Wundert mich immer, dass die Minerva gar nichts mildt. Ich denke mir immer, die mildt was, weil sie ja auch ein Lightsworn ist, aber tut sie nicht. Tut sie tatsächlich nicht. Droplets. Kein Bock. Fuck you. Fuck this bitch. Dein Droplet lasse ich nicht durch, du Arsch. Get fucked. So. Jetzt würde es mich mal interessieren, was denke ich genau spielt, weil Droplet kann man überall spielen. Also irgendein komisches Light and Darkness Drachendeck oder irgend sowas. Donnerdrachen spielt er, okay. Mit Donnerdrachen kenne ich mich auch nicht besonders gut aus, muss ich sagen. Ich weiß nur, dass sie mal fucking Meta waren. Das weiß ich. Aber ansonsten weiß ich nicht allzu viel über Donnerdrachen. Na, er spielt Dragon Link, oder? Spielt der Dragon Link? Ich weiß gar nicht, was der genau spielt. Spielt der Dragon Link? I don't know, man. Komische Decks auf jeden Fall. Interessante Decks. Ich weiß nur, dass der mal in einem Meta-Deck verwendet wurde, aber ja.
glaube, der spielt einfach irgendein Hodgepodge von Dragon Link Mons. Das wird es, glaube ich, sein. Donnerdrachen Engine, das ist ja quasi auch eine Art Engine, die man überall reinpfeffern kann. Das wird's, glaube ich, sein, durchaus. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es das ist. Piranha Plant, das ist diese hässliche Scheißpflanze da. Piranha Plant Anaconda. Fuck that shit. Wie viele Light Swan habe ich eigentlich? 1, 2, 3. 3 Light Swan, okay. Also wenn man meinen Wolf wegfeuert, dann kann ich ihm quasi mit einem Clapback den Ultisdrachen reinhauen. Thunder Dragons. Ja, jetzt. Ja, so kann man es auch machen, stimmt. Stimmt, ich habe den Enforcer. Das bedeutet, ich werde die Piranha Plant Anaconda mir auch craften müssen, weil ich ja irgendwie diesen Enforcer beschworen kriegen muss. Das ist natürlich richtig. Ich muss ja irgendwie dazu kommen, dass ich den zum Enforcer komme. That's the vibe, Bro. That's the vibe, Dog. So, schauen wir mal, was der machen kann. Du kannst. Also ich werde mal über den Phoenix Enforcer drüber Kaijun. Das ist, glaube ich, einmal ganz gescheit. Weil er ist technisch gesehen jetzt tributiert worden. So. Dann gibt es den Donnerdrachen. Muss entweder Fusionsbeschwörung oder welche Tribut anbietest. Karten ausdrücken. Kannst du stattdessen einen Donner. Also er kann so oft wie er Donnermonster hat. Wie viele Donnermonster hat er? Eins, zwei. Er hat einfach vier Donnermonster. Jesus Christ. Okay, das ist interessant. Ich muss es trotzdem mal machen. Okay. Ich hau mal den Bratan raus. Normal summon. Er kann seinen Dude schützen viermal. Und ich glaube nicht, dass es once per turn ist. Weil die Karte ist so broken eigentlich. Okay. Ich zahl 1000. Hau alles weg. Ihn kann er schützen, die anderen gehen weg. Gut. Er zerstört würde. Das heißt, wenn ich ihn irgendwie banishen könnte, dann ginge das sogar. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie möglich ist, dass ich den, oder? Ja. Ich werde mal die Karte setzen, um sicher zu gehen, und dann werde ich die noch einmal angreifen. Er kann sie noch einmal schützen, aber er muss ein weiteres Donnermonster dafür opfern. Oder? Was? Du kannst diese Karte ein Donnermonster wählen, es erhält 500 Attack. Ja, dann kann mich der Dude am Arsch lecken, weil dann ist das eine ziemlich unfaire Karte, die eigentlich banned sein sollte. Ich weiß nicht, warum der nicht banned ist. Das ist eigentlich eine ziemliche Frechheit, dass der nicht banned ist, aber okay. Dann ist es so.
dann ist es so's. It is what it is, man. Do be like that. Ja, wie gesagt, da geht auch scheiße mit den Donnerdrachen, ganz ehrlich. Donnerdrachen sind broken as fuck. Aber die Raubpflanze, das erinnert mich an die Raubpflanze, die brauche ich ja selber. Die muss ich mir ja selber machen. Das ist wichtig, dass ich mir die crafte noch. Deck bearbeiten. Raubpflanze. Jetzt müsste es eigentlich kommen. Alter. Wo ist die? Hallo, what the fuck? Where? Und wie kann ich jetzt bitte Karten, die ich noch nicht habe, craften? Das muss ja auch irgendwie gehen. Ach so, okay, da muss ich drauf drücken. Ja, die werde ich mir mal machen. Und die ist eigentlich auch nicht schlecht. Die habe ich vor kurzem einmal gelesen. Die kann man sich eigentlich auch reinziehen. Die kann man sich auch reinziehen. Elbass. Mhm.